Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen hier im Dommuseum. Das Gebäude stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und wurde als Wohndom eines Kleinadeligen erbaut. Um 1500 erwirbt das Kloster Frauenchiemsee das Gebäude und adaptiert es zu ihren Zwecken. Der Dom, so wie er im Volksmund immer noch genannt wird, war für das Kloster Frauenchiemsee zum einen das Verwaltungshaus für den Kämmerer und zum zweiten wurden hier die Abgaben der Bauern deponiert. Zwei wesentliche Merkmale machen dieses Museum aus. Zum einen ist es der Bau selbst, der die Baustile von der Romanik bis in die Neuzeit zeigen. Zum zweiten ist es die Sammlung Hans Jäger, die den Inhalt des Museums ausmachen. Wenn Sie beim Eingang das Dommuseum betreten, sehen Sie in der Halle gleich ein großes Bild mit einer Saligen, die hier von Karl Meditz wiedergegeben wurde. Die Saligen, ein saliges Fräulein, ist eine Sagengestalt, eine weibliche Göttin, die hier im Alpenraum in einer früheren Religion vertreten war. Hier stehe ich in der Stube des Wohngeschosses. Schon in der Zeit, als das Kloster Frauenchiemsee dieses Haus besessen hat, war es die Stube der Äbtissin. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts waren bäuerliche Besitzverhältnisse, die bis Ende des 20. Jahrhunderts in diesem Teil des Doms anhielten. Die Möbel in unserem Haus stammen aus verschiedenen Epochen. Aus der Renaissance bis in die Biedermeierzeit sind bürgerlich, bäuerlich und stammen ebenfalls aus der Sammlung Hans Jäger. Hans Jäger als Initiator und Gründer des Dommuseums hat schon sehr früh mit der Sammeltätigkeit begonnen. Im Laufe der Jahre sind somit viele Kunstobjekte zusammengekommen, wobei die Bilder, besonders Landschaftsbilder, ein großes Thema seiner Sammeltätigkeit waren. Zu den großen Malern, die hier im Museum vertreten sind, mit ihren Bildern, gehört sicherlich Karl Meditz und Emilie Meditz-Belikan, aber auch die Kammermaler des Erzherzog Johann. Wir nehmen auch Bezug auf Albin Eckerlienz, den großen Tiroler Maler, der 11 Sommer hier im Ötztal gewohnt hat, hier gearbeitet hat, seine Motive und Modelle gefunden hat, die in den berühmten Bildern vorkommen. Kommen Sie über den Kirchweg zum Museum, sehen Sie auch gleich eine große Statue, die von Matthias Bernhard Braun stammt. Es ist eine Kopie der Originalstatue, die Geduld, eine Allegorie der Tugenden. Matthias Bernhard Braun, in Sautens geboren, wird hier im Museum mit einer dokumentarischen Ausstellung gedacht. Wesentlich in diesem Ausstellungsraum ist ein Pozzetto der heiligen Luitgard, das ein Original darstellt, von Matthias Bernhard Braun eigenhändig geformt. Wenn ich Ihr Interesse an unserem Museum nun geweckt habe, besuchen Sie uns. Geöffnet haben wir von Mitte Mai bis Ende Oktober, Mitte Dezember bis Ostern, Dienstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.